Ihr habt die Wahl. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Haustier ich als nächstes in Neon machen soll. Ist eigentlich schade, dass man sich selbst nicht auch hier hinstellen kann und was trinken kann. Dann wird das ein bisschen schneller gehen. Aber dann esse ich jetzt einfach ein bisschen Pizzateig. Der ist auch lecker. Aber das muss auf jeden Fall in Neon gemacht werden, Leute. Weil das sieht so schon cool aus. Und ich glaube, mit Neon sieht das noch viel besser aus. Hey Leute, was geht? Bibi René hier. Und Leute, ich stehe gerade vor einer ganz schweren Entscheidung. Ich muss eigentlich ins Bett. Aber eigentlich habe ich keine Lust zu schlafen. Ich könnte mir jetzt natürlich auch einen Kaffee nehmen und den trinken, weil dann bleibt man natürlich länger wach. Aber der ist eigentlich ungesund für ein Kind. Das heißt, ich gehe mal lieber schlafen. Und mein V muss nicht schlafen, aber der muss essen und trinken. Dann machen wir das jetzt so. Der isst jetzt erstmal eine Weile und ich gehe deshalb schlafen. Das ist eine gute Arbeitsaufteilung auf jeden Fall. Und ich mache das natürlich erstens, weil ich mich natürlich gut um meinen V kümmern will. Aber vor allem natürlich auch, damit er irgendwann mal ausgewachsen ist. Und ihr könnt euch natürlich schon denken, was dann kommt. Und da bin ich auch auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Oh, jetzt sind wir noch krank geworden. Also, dann gehen wir jetzt erst einmal baden und dann ins Krankenhaus. Und zwar direkt danach, weil ich natürlich immer noch möchte, dass er irgendwann ausgewachsen ist. Und dann wird er natürlich zu einem Neon-V gemacht. Baby Claudio hat ihn natürlich jetzt schon seit Ewigkeiten. Aber trotzdem will ich den natürlich irgendwann zum Neon machen. So, jetzt gebe ich ihm noch ganz kurz was zu trinken. Und ich glaube, Baby Claudio, der ist gerade gar nicht da. Oder der versteckt sich von mir, damit er noch weitere Neon-Pets machen kann. Das kann natürlich auch gut sein. Ich weiß es nicht. Ich würde es dem auf jeden Fall zutrauen. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal ins Krankenhaus. Weil so kann das ja nicht bleiben, wenn wir auf einmal die ganze Zeit krank sind. Und da würde ich sagen, nehmen wir dann auch direkt den schnellsten Weg. Passt der eigentlich auf mein Einrad? Nee, passt der natürlich nicht. Nee, das wäre natürlich ein bisschen blöd für meinen V, wenn der jetzt warten muss. Dann nehmen wir natürlich wieder das Hawaka. Und man sieht auf jeden Fall echt häufig inzwischen das Containerhaus. Hier ist noch einmal das Kino, das ist das Baumhaus, aber das Containerhaus sieht man auch häufig. Ich glaube, ich muss mich dann demnächst mal ein bisschen inspirieren lassen und schauen, wie die Leute das so eingerichtet haben, weil ich habe mein Haus immer noch nicht eingerichtet. Und ich hoffe, ich mache jetzt keinen krank. Ja, geschafft. Okay. Wir sind da gut durchgekommen und gehen jetzt mal direkt zur Ärztin, weil wir sind beide immer noch krank. So, das geht zum Glück aber relativ schnell und man sieht aber schon, das dauert echt ewig, bis man so ein legendäres Pet mal bei der letzten Stufe hochgelevelt hat. Das dauert so seine Zeit, aber das Gute ist ja, ich habe ja Unterstützung bekommen. Vielleicht habt ihr das ja. Oh, ist ja ein Neon. Ist das ein Mega Neon? Uiuiui. Mit der muss ich auf jeden Fall handeln. Wir schicken jetzt mal eine Einladung. Mal schauen, ob die annimmt. Okay. Mal schauen, ob die den. Nee, das Eichhörnchen-Auto will ich nicht. Vielleicht. Vielleicht gebe ich mal meinen T-Rex und meinen Dodo her. Vielleicht gibt die dann. Die hat wohl offensichtlich keine Lust, den abzugeben. Hätte ich aber an ihrer Stelle auch nicht, weil dafür war der definitiv ein bisschen zu krass. Das muss man echt sagen. Ich glaube, wenn man so ein krasses Haustier hat, dann kann man da angeboten bekommen. Ja, was auch immer. Also ist auch, glaube ich, echt egal, weil dann gibt man das auf gar keinen Fall ab. Aber ich wollte ja eigentlich auch wieder in die Nachbarschaft. Denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich bekomme ja bei meinem Peacock ein bisschen Unterstützung. Nämlich von Onkel Tommy, also von meinem Onkel. Der ist ja ab und zu hier in Adopt Me City. Und ich schaue jetzt erstmal, wo der steckt. Der hat hier nämlich so ein kleines Haus. Der ist nämlich gerade auch dabei, für mich einen Peacock zu züchten. Und ich wollte jetzt vor allem mal schauen, wie weit der ist. Der wohnt hier aber schon mal nicht. Aber wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass der bald fertig ist, weil dann weiß ich, dass das nicht mehr so lange dauert mit meinem Peacock. Aber selbst wenn er jetzt schon fertig ist, dann brauche ich ja immer noch relativ lange dafür. Naja, und hier ist der auch nicht. Wo steckt der denn? Okay, ich fahre jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Nachbarschaft. Wo steckt der denn? Hier steckt der. Okay. Dann schaue ich direkt mal bei dem rein. Und schau mal, was der so macht. Und vor allem, ob der gerade hier dabei ist. Und da ist er auch schon. Und der hat gerade offensichtlich den Schwan. Ah, da ist er ja. Okay. Den hat er jetzt zum Postin fast gelevelt.
Oder der hat ihn zum Postin gelevelt und ist jetzt auch fast fertig damit. Dann ist er auf jeden Fall schon ein bisschen weiter als ich. Okay, also da bin ich natürlich auf jeden Fall dankbar, dass der das macht. Und der braucht jetzt wohl nicht mehr so lange. Und das heißt, dann muss ich jetzt noch meinen letzten leveln. Und dann ist es auch schon soweit. Aber ich glaube, heute wird das leider nichts mehr. Aber ich kann mir natürlich schon mal Gedanken machen, was ich jetzt als nächstes als Neon Pet mache. Weil Leute, ihr wisst natürlich, da gibt es gar kein Ende. Weil, wenn man ein Neon-Pad fertig hat, dann heißt das eigentlich nur, dass dann direkt das nächste kommt. Zumindest bei Bibi, Claudio und mir. Das wisst ihr wahrscheinlich schon von uns beiden. Und ich muss mir dann mal erstmal überlegen, was ich da als nächstes mache. Wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Es kommen auf jeden Fall ganz schön viele Pads in Frage. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin und schauen uns mal alles an, was wir so haben. Also, ich habe den Dodo zweimal. Das ist aber noch zu wenig, weil da bräuchte ich noch zwei. Und ich glaube, die werde ich auch so schnell nicht kriegen. Vor allem, weil er in den Fossil Eggs ist. Und die Fossil Eggs, die gibt es ja bald auch schon nicht mehr. So, dann haben wir hiervon auf jeden Fall immer zu wenig. Den Peacock, den haben wir ja dann bald ausgewachsen. Wir haben 4 T-Rexe. Die sind natürlich schon cool. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Option, die ausgewachsen zu machen. Dann haben wir den Deinonychus. Aber den habe ich ja schon in Neon. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch eine Option, den nochmal zu machen, aber es bringt ja relativ wenig, vor allem, weil der, glaube ich, dann wieder rot ist. Dann haben wir den roten Panda, den könnte ich zum Mega-Neon-roten Panda machen. Der sieht ja so aus in Neon. Ich finde, das würde ich irgendwann gerne nochmal machen, weil dieses Rote in Neon, das ist schon ganz cool bei dem, aber ich glaube, wenn der so andere Farben hätte, das wäre noch ein bisschen cooler aus, weil das Rote hier natürlich nicht so gut sichtbar ist. Und wir schauen mal weiter, was wir sonst noch so machen können. Wir haben den Säbelzahntiger. Den habe ich zum Beispiel noch nie in Neon gesehen. Vielleicht auch irgendwann. Und ich würde sagen, ich sage es jetzt schon mal, hier habe ich jetzt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, da brauche ich mal eure Hilfe. Also schreibt mal gerne in die Kommentare. Was meint ihr? Welches Haustier, welches Pet soll ich in Adopt Me als nächstes in Neon machen? Also, ich kann mich da irgendwie gar nicht entscheiden. Da kommen so viele coole in Frage. Also schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und der Kommentar mit den meisten Likes oder der Kommentar, der dann einfach am meisten genannt wird, also das Pad, was am meisten genannt wird in den Kommentaren, da würde ich sagen, das machen wir dann auch als nächstes. Also ihr habt die Wahl. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Haustier ich als nächstes in Neon machen soll. Aber wir waren ja auch noch gar nicht fertig. Also wir gehen nochmal durch. Also wir haben einmal den T-Rex zur Auswahl. Deinonychus könnten wir nochmal machen, aber wie gesagt, das macht nicht so viel Sinn. Wir könnten den roten Panda machen, wir könnten den Säbelzahntiger machen. Oh, und das eine Zuschauerin. Viele Grüße an dich, falls du das gerade siehst. Und dann haben wir natürlich den Shiba Inu, den haben wir ja auch schon in Neon. Oh, der sieht im Dunkel auch echt cool aus, muss ich sagen. Aber der muss irgendwann auch noch in Mega, zum Mega-Neon-Shiba Inu gemacht werden. Dann haben wir zweimal den Yeti. Der wäre bestimmt in Neon auch ganz cool. Aber zweimal ist leider zweimal zu wenig. Wir haben den Biber, den würde ich jetzt aber erstmal nicht machen. Wir haben den hier, den könnten wir eigentlich auch zu Neon machen, aber da weiß ich nicht, ob der cool aussieht. Dann haben wir den Pterodactyl. Ich glaube, vielleicht mache ich den auch als nächstes in Neon, wobei ihr habt ja die Wahl. Aber ich glaube, das wäre auch bestimmt cool, weil wenn der Schnabel vielleicht in Neon ist, das wird bestimmt gut aussehen. Dann haben wir einmal den Rabbit, aber den hat Baby Claudio schon in Neon. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Wir haben hier den Mammut, den hat Mama Danja schon in Neon. Das heißt, das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht meine erste Wahl. Dann haben wir noch den Chocolate Labrador. Den, der sieht schon cool aus. Der sieht sowieso schon cool aus. Den habe ich ja von Bibi Claudio netterweise geschenkt bekommen. Und den könnten wir auch in Mega Neon machen. Und dann haben wir meinen Favoriten, würde ich sagen, nämlich das Glyptodon. Heißt das der oder die oder das? Ich glaube das, würde ich sagen. Also das Glyptodon. Und das muss ich auf jeden Fall in Neon machen. Also egal, ob ich das jetzt als erstes mache oder irgendwann nochmal, aber das muss auf jeden Fall in Neon gemacht werden, Leute, weil das sieht so schon cool aus und ich glaube, mit Neon sieht das noch viel besser aus. Dann haben wir den Puma, der ist ja aber relativ ähnlich wie der Shiba Inu, den würde ich dann erstmal nicht machen. Dann haben wir noch die Snowcat, die hat ja Baby Claudio schon, den Stegosaurus und den Triceratops, den könnten wir auch in Neon machen. Den Buffalo haben wir noch, die Katze haben wir noch. Hier haben wir jetzt sowieso, glaube ich, ganz viele Tiere, die wir alle zu Neon machen könnten. Den tasmanischen Tiger, der war auch einige Male in den Fossil Eggs dabei, die wir letztens geöffnet haben. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne nochmal an. Oh, und hier sind jetzt auf einmal Neon Draco und ein Mega Neon Hund. Auf jeden Fall wieder krasse Tiere hier unterwegs. Aber ich glaube, die muss ich auch gar nicht zum Handeln auffordern, weil den Neon Draco, den werde ich 100% nicht kriegen, egal was ich da anbiete.
Aber wir waren ja auch noch immer noch nicht ganz fertig. Denn wir haben auch noch ein Tier, was wir auch zu Neon machen können, was, finde ich, ziemlich cool in Neon sieht. Nämlich den Neon Ground Sloth. Davon habe ich ja, glaube ich, jetzt 8 Stück, ganz genau. Und ich überlege mir, ob ich den vielleicht auch als nächstes zum Neon Pet mache. Weil, ich glaube, der sieht auch cool aus. Und der geht dann auch mal ein bisschen schneller, weil vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr so ein legendäres Pet zum Neon macht, dann oder ein sagenhaftes Pet, dann dauert das einfach echt ewig. Also das kann ich jetzt aus Erfahrung auf jeden Fall sagen. Also den Peacock zum Neon zu machen, das war echt ein ganz schön langer Weg. Und der ist ja immer noch nicht vorbei. Und deswegen fahre ich jetzt auch mit dem jetzt erstmal wieder zurück nach Hause. Weil der muss jetzt auf jeden Fall erstmal spielen. Das kann er aber auch bei mir zu Hause machen. Und was trinken muss er auch. Das heißt, dann habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu tun. Und deswegen fahre ich jetzt auch erstmal mit dem wieder zurück nach Hause. Ich hoffe, Onkel Tommy kümmert sich gerade auch gut um meinen 4. Peacock. Und dann sehen wir hoffentlich auch bald, wenn ich auch einen Neon Peacock habe. Mit kleiner Verspätung. Aber der ist ja auch gerade erst draußen. Also ich glaube, da war ich trotzdem relativ schnell dabei. Nur Bibi Claudio war halt noch ein bisschen schneller. Aber wir gehen jetzt erstmal hier wieder zurück. Muss der auch was essen? Nee, der muss nur was trinken. Wir beide. Und es ist eigentlich schade, dass man sich selbst nicht auch hier hinstellen kann und was trinken kann. Dann wird das ein bisschen schneller gehen. Aber dann esse ich jetzt einfach ein bisschen Pizzateig. Der ist auch lecker. Und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal ein bisschen weiter um meinen Peacock. Und wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Welches Pet soll ich als nächstes zum Neon-Pet machen? Also schreibt das gerne in die Kommentare. Diskutiert auch gerne in die Kommentare, in den Kommentaren, was wohl am coolsten wäre. Dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Und dann sehen wir vielleicht schon in ein paar Tagen oder ein paar Wochen das Neon-Pet, was ihr euch am meisten gewünscht habt. Weil das wäre schon lustig, wenn man da so einen ganz klaren Favoriten sieht. Wenn man beispielsweise sieht, dass ihr euch als erstes den T-Rex wünscht oder den Glyptodon oder den Pterodactyl. Also, ich bin gespannt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!